Mann, die Roten hier, die haben eine ganz schöne Leuchtkraft, ne, oder? Naja, wie dem auch sei. Willkommen zurück zu Overlord 2. Wir jetzt gucken, wo der andere Weg lang führt. Ist hier auch ein anderer Weg? Ja, hier ist auch ein anderer Weg. Das ist aber schön. Der führt uns runter zu einem malerischen Strand. Und zu Grümpel. Und was habe ich denn da unten entdeckt? Na, ihr müsst es auch herholen. Holt her den dunklen Kristall. Wunderbar. Hier scheint ja auch wieder was los gewesen zu sein, da. Seht euch diese fetten Fischweiber an. Ach, hätte ich doch nur eine große Bratpfanne dabei. Oh yeah. Das wäre jetzt was für eine Grillparty. Oh, was für ein elender Trick. Nehmt euch zuerst die vor. Und dann die Kollegin von der. Und dann die Schwester. Und dann die Nichte. Ich will sie alle tot sehen, dieses Meerjungfrauenpack. Jetzt gucken wir mal, was die noch für Gerümpel haben. Oh, da ist ja die Mutter der fetten Ladies, hör mal. Leck mit dem Vieh. Du kannst dich nicht... Oh, guck mal. Wollen wir mal ein bisschen sprengen, was immer das auch bringt? Das macht uns da hinten den Weg frei, ne? Das ist aber nett. Zerstörung am Abend. Finde der Peter gar labend. Zack. Was die hier noch alles haben? Helf doch mal, das muss weg. Das sieht zu idyllisch aus, dieser Mist. Was denn? Und dafür haben wir jetzt das Ganze auf uns genommen, dass wir wieder hier vorne sind. Naja, gut. Na, da haben wir den zweiten Weg ja schon erkundet. Da können wir uns jetzt noch ein bisschen hier umschauen, wo wir noch ein paar Felsen einrammen können. Man muss nämlich immer gut suchen, damit man möglichst so viele Turmobjekte wie möglich findet. Besonders Schmiedesachen sind immer sehr schön, damit man die Rüstung ein bisschen verbessern kann. Ich habe die Hälfte meiner Scherben schon wieder irgendwo verloren. Naja. So, jetzt müssen wir nur noch hier raus. Mal sehen, wie wir das machen. Ist ja doch relativ eng hier. Aber es klappt. Los, macht mal ein bisschen Dampf hier, ja? Das andere Schiff ist immer noch hier. Nichtsdestotrotz sollten wir uns genauer umsehen. Hier zum Beispiel, das können wir doch bestimmt einrammen. Verwende bei maximaler Geschwindigkeit einen Rammbock, um große Objekte und andere Schiffe zu beschädigen, okay? Los, Geschwindigkeit! Zack! Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Aber das ist aber eine hässliche Anlegestelle hier. Entschuldigung, Statue, ich wollte dich nicht kaputt machen. So, Landgang, Leute, sehen wir uns um. Gehen wir zuerst hier lang. Jetzt habe ich die Roten wieder an Deck vergessen. Diese Deckratten. Hier ist schon wieder überall Futterzeug. Hey, Gold? Gold ist ganz schön goldig, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich eine echt gute Beschreibung. Für diese Beschreibung von Gold melde ich, glaube ich, Patent an. Oh, da oben sind Gift-Heinis, sehe ich gerade. Das ist gut. Los, zündet sie an! Hier hinten ist sonst nichts weiter, ne? Gut, dann können wir oben rumgehen. Hallihallo. Weg! Aus dem Weg! Busch! Ich hab's getötet, hab ich gut gemacht. Holt ihn euch!
Haben die mich vergiftet, die Heidis? Ich glaub's ja nicht. Das bringt natürlich keiner mit, ne? Ist gut, ihr Gift-Heidis. Hört auf. Jetzt muss ich da nochmal hinlaufen, nur wegen so einem scheiß Kristall. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zack. Na, hier ist ja noch mehr Gerumpel. Es lohnt sich, alles zu zerstören. Habt ihr gesehen, haben die es echt gewagt, mich zu vergiften? Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, 5000 Münzen. Damit können wir doch bestimmt was Schönes anfangen. Da könnt ihr mal aufhören, überall hinzupinkeln. Komische Dinger. Hört auf, überall hinzupinkeln jetzt. Mensch. Macht lieber das Zeug da kaputt. Ich hasse Gerümpel. Zerstörung ist viel toller. Können wir das gebrauchen? Nee, ich bin bei maximaler Lebensenergie. Oh shit, Leute, das wird unschön. Das gibt eins auf die Mütze. Aus irgendeinem Grund ist dieser Weg sehr gut bewacht. Also muss es hier was geben, das von Wert für uns sein könnte. So, Nummer 1 ist schon mal kaputt. Tötet! Das wird eine Schlacht, die in die Geschichte eingeht. Weg! Los, er stürmt die Brücke. Er stürmt sie, sage ich. Sehr schön. Da ist der Schlüsselstein. Also sind wir hier schon richtig, okay? Dann ist das aber nicht die Stelle zum Durchdringen, an die ich gedacht habe. Aber wir können uns ja noch weiter umschauen, auch wenn wir hier alles platziert haben. Oh, da oben sind noch mehr von denen. Die wollen nicht nachlassen. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Und jetzt fluchs die Wuchs. Bringen wir das letzte Schlüsselsteinchen an seinen Bestimmungsort. Mensch, das war ja mal eine Schlacht hier zwischen mir und den Elfen, aber die Elfen, die haben ja klar verloren. Ne? Die hatten gar keine Chance. Okay, dann fahren wir gleich noch ein bisschen mit dem Schiff rum. Aber jetzt dürfte erstmal das große Tor aufgehen, ne? Ihr habt es geschafft, Herr. Die Tore öffnet sich. Und keiner lebt mehr hier, der sich mir jetzt noch entgegensetzen könnte. Also vorher zurück zum Schiff, jetzt erkundet man noch ein bisschen das Gebiet. Und dann setzen wir bald Segel nach Immerlicht. Dem Wald der Elfen. Den Leben. Sammelt das Gold! Lasst es nicht! Du blöder Scherge, wärst du mal schneller gerannt, ey. Naja, was soll's, so ein bisschen Gold. Da werde ich ja auch nicht arm dran. Auch wenn ich arm dran bin, mit solchen Scheren gestraft zu sein. Die nicht mal in der Lage sind, was zu stoppen. Hier gibt's Schergen. Für umsonst. Oh, hier gibt's ja sogar noch was, das man kaputt machen kann. Warum sagt denn keiner was? Ich stehe doch so auf Zerstörung. Unsere maximale Schergenhorde, die würde ich auch gerne mal ein bisschen vergrößern. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn wir das bald mal machen könnten. Na, jetzt sehen wir uns zunächst noch ein bisschen in der Gegend um. Zack. Vorwärts. Ah, schon wieder blockiert die eine Taste. Habe ich sie gleichzeitig ausgeschickt und zurückgerufen. Unschönes Geräusch. Uppetra. So, na, dann wollen wir doch mal. Erkundungstour geht weiter. Schön gemächlich schippern wir durch die Gegend. Captain Overlord an Deck. Rudern, rudern, rudern. Tja. Das ist irgendwas. Ah!
fette Lady. Die will uns versenken. Oh, die will uns echt versenken, das Miststück. Nichts wie weg hier. Müssen wir ja tatsächlich ein bisschen aufpassen, mit welchen... Das sieht aus, als könnte man es einrammen. Zack. Und ran da. Und da ist die schöne Schergensäule. Die hat man, glaube ich, schon mal gesehen, ne? Das andere scheinen wir hier aber nicht holen zu können. Dann nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht, ne? Wenn ihr da lang geht, dann könnt ihr das wunderbar aufs Schiff bringen, ne? Das wisst ihr, oder? Na, also ihr Braun, ihr solltet ja eigentlich schon aufs Schiff. Ach so, ich bin auf der... Warum sagt mir das denn keiner? Ich setze dich jetzt mal in die Mitte. Ich glaube, da seid ihr besser aufgehoben. So, jetzt mal sehen, ob wir hier irgendwie heil rauskommen. Ah, können wir rückwärts fahren? Weil das scheint hier nötig zu sein. Ist ein bisschen eng. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas finden. Wir haben es ja nicht eilig. Nee, du sollst in die Richtung lenken. So. Immer schön die Augen aufhalten nach solchen Steindingern, die wir eintreschen können. Nach allem, was irgendwie so aussieht, weil ich bin der Meinung, hier gab es auf jeden Fall noch einen Schmiedestein. Auf nach Immerlichte. Dort warten Elfen darauf. Wir schauen uns mal hier um. Nee, nach Immerlicht begebe ich mich noch nicht. Ah, hier ist aber nichts weiter. Ah, yeah. Drehen, drehen. Das macht mal ein bisschen Speed hier. Speedy Gonzales und so. Wir sind vorhin da lang gefahren. Dann fahren wir da jetzt mal nicht lang. Ach nee, hier sind wir lang gefahren, ne? Hier ist... das, was kein Mensch braucht. Okay. Da müssen wir doch woanders lang. Ja klar, Rudern, das braucht ihr nicht immer so betonen. Jetzt werde ich aber ungeduldig, hör mal. Sollten wir vielleicht mal hier lang fahren? Aber hier ging es ja, glaube ich, nur weg, ne? Ich bin eigentlich felsenfest der Meinung, dass es hier irgendwo auch noch so ein Schmiededingens gibt. Ja, hier, das sieht eigentlich alles nicht danach aus, ne? Na, wir fahren mal nochmal den Bereich ab und halten die Augen genau offen. Ah, da bin ich wohl angeeckt. Da kriegen wir es bestimmt auch wieder mit fetten Ladies zu tun. Oh, was tut man nicht alles, ne? Für ein paar Turmobjekte. Da, ich wusste's, fette Lady. Hörsch, Winde, du Stück. So, ich glaube, damit haben wir die fetten Ladies jetzt erstmal ein bisschen platt gemacht. Wir haben jetzt Zeit, uns etwas genauer umzusehen. Hier zum Beispiel waren wir hier schon.
Ja, das Ding ist aktiviert. Hier waren wir also schon. Waren wir hier schon? Das sieht mir gerade relativ unbekannt aus. Deshalb gucken wir mal schnell, was das hier überhaupt ist. Doch, hier waren wir schon. So ein Mist! Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man hier noch ein Schmiededing ins Brunnen finden kann. Warte mal, wo ist denn jetzt hinten und vorne? Hier ist hinten. Wir können ja noch hier lang fahren. Vielleicht finden wir ja noch was Schickes. Da-da-dam, da-da-dam, dam, da-da-dam, dam-dam. Das sieht jetzt schon wieder so aus, als wären wir fast wieder vorne. Das finde ich aber echt irgendwie seltsam. Ich bin echt der Meinung gewesen, hier wäre irgendwo noch was, das man einrahmen kann. Aber wahrscheinlich war das wirklich dieses Schergenslebensdingens. Wir drehen noch eine letzte Runde, damit ich ganz sicher sein kann. Da kommen bestimmt wieder fette Ladies hier. Da, ich wusste. Verschwinde, dicke Braut. Ach nee, das war dieses enge Ding. Hier waren wir schon. Das nehme ich alles gerne mit. Wenn ich habe es ja bisher nicht gefunden und so groß ist das Gebiet ja nicht, also wahrscheinlich hat mich da meine Erinnerung ein wenig betrogen, dieses Miststück. Aber eine letzte Runde fahren wir trotzdem noch, weil es hier so schön ist. Und dann biegen wir ab und fahren nach Immerlicht, um die Elf zu unterwerfen, dieses Pack. Weil hier ist ansonsten nichts mehr. Hier ist nur noch ein böser Kristall, den wir uns aber nicht holen können, weil man da schwimmen muss für. Und da wir keine blauen haben, naja gut. Würde ich sagen, Immerlicht erwartet uns. Verschwinde, du altes Boot, ich brauche kein Mensch mehr. Batz. So, werte Herren, ich würde sagen, auf nach Immerlicht. So wie sich das gehört. Nichts wie weg hier. Das ist aber ein Wellengang hier. Die roten sind kleine Brandstifter. Das war jetzt aber gemein. Nach Innerlich gehen die Elfen, wenn sie der Welt überdrüssig sind. Demzufolge ist es ein Inselparadies, in dem die Elfen meditieren und eins mit der Erde sind. Naja, anscheinend ja nicht mehr. Das Kaiserreich Mons hier. Ja, Innerlich beherbergt einige wundervolle Beispiele für die Schönheit der Natur. Lenk hier nicht ab, Gnall. Meister! Was? Ah, was ist das? Oh mein Gott, eine Spinne! Macht sie tot! Ah. Was ist jetzt geschehen, ey? Verdammt, die haben mein Boot kaputt gemacht. Meine Schergen sind weg und... Knall, hörst du mich? Verdammt, ich habe die Verbindung zur Unterwelt verloren. So ein Mist, so ein Frevel. Wie können sie es wagen, diese Spinnenkreaturen? Na gut, wir sind auf unserer... Scherge! Ich helfe dir. Wie geht's? Wie geht's? Macht's weg! Ist das ekelhaft, ich hasse Spinnen doch so. Ah, da kommen wir... Ah! Nimm's weg von mir, ist das ekelhaft, ernsthaft. Bloß gut, ist das nur ein Spiel, wäre das Realität. Ich glaube, ich wäre an einem Herzinfarkt gestorben. Schon als die angefangen haben, sich abzuseilen. Oh, Spinnen sind so ekelhaft. Ja, jetzt sitzen wir hier fest in dem ach so tollen Inselparadies. Wir haben momentan einen Schergen bei uns, zwar einen gut gerüsteten. Die Verbindung zur Unterwelt ist weg. Die Verbindung zu unserem Turm ist weg.
Die Verbindung zur Knall ist weg. Unsere Schergen sind weg. Und da hinten kommen schon wieder Spinnen. Alle was? Grüne Lebensenergie. Das ist doch mal was Feines. Gib die schnell her. Aber anscheinend gibt es hier schöne Kokons mit Schergen drin. Die werden wir beim nächsten Mal alle suchen und freilassen. Und vor allem werden wir beim nächsten Mal versuchen herauszufinden, was zur Hölle hier los ist. Macht's gut.